Willkommen auf Tour, Jugendliche entdecken ihre Stärken. So der Name eines Projektes zur Berufsorientierung für Jugendliche. Arbeitsministerin Manuela Schwesig gab am Dienstag bei der Landespressekonferenz den landesweiten Startschuss für diese Initiative. Insgesamt 3000 Schüler aus der Klassenstufe 7 und 8 können dabei einen Erlebnisparcours absolvieren und ihre besonderen Stärken herausarbeiten. Hintergrund des Projektes ist die hohe Anzahl an Ausbildungsabbrüchen, entweder aus Unkenntnis der Anforderungen im Ausbildungsberuf oder aufgrund einer falschen Einschätzung eigener Fähigkeiten. Hier setzt Komm auf Tour an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verbindung von Berufsorientierung und Lebensplanung. Federführend für das Projekt sind die Bundesagentur für Arbeit und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Partner werden auch nach der Stärkeanalyse die Jugendlichen bei der Berufswahl begleiten. Die Maßnahme findet ja nicht isoliert statt. Das Ganze wird nachgearbeitet, natürlich auch von den verantwortlichen Lehrern. Die Eltern werden eingebunden und es finden natürlich qualifizierte Beratungsgespräche statt. Das heißt, es ist ja erst der Beginn des Berufswahlprozesses und es geht jetzt darum, weiter eben die Stärken nachzuverfolgen, herauszukristallisieren und dann zu fokussieren, was sind denn die 2, 3 Berufe, die wirklich passen. Und da sollte dann auch ein Praktikum gemacht werden, um dann das Ganze abzurunden. Insgesamt kostet das Projekt Komm auf Tour knapp 400.000 Euro. Bei 3.000 beteiligten Schülern werden so gute 130 Euro für die Berufsorientierung jedes Jugendlichen investiert. Am Donnerstag kamen zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im Staatstheater Schwerin zusammen, um gemeinsam mit der Handwerkskammer die Meisterfeier zu zelebrieren. Traditionell ist es der Höhepunkt des Jahres, nicht nur für die Kammer, sondern auch für die Handwerker selbst. 148 Meisterbriefe wurden dabei feierlich überreicht. 11 Gewerke durften ihren Vertretern gratulieren. Der Begriff Meister stehe vor allem für die Tradition und die Qualität Made in Germany, betonte in seiner Rede der Wirtschaftsminister des Landes, Harry Glawe. Auch die Kunst nähre sich vom zuverlässigen Boden des Handwerks, ergänzte der Generalintendant des Staatstheaters Schwerin, Joachim Kümritz. Das Handwerk bleibt weiterhin der Wirtschaftsmotor Mecklenburg-Vorpommerns, auch wenn Industriegiganten wie Nestle das Land gerne erobern. Das Handwerk bleibt nach wie vor eine tragende Säule des Mittelstands. Aber selbstverständlich freuen wir uns natürlich über diese Ansiedlungen wie Nestle und ähnliche, denn auch die tragen dazu bei, dass unser Handwerk Arbeit hat, dass unser Handwerk seine Bau- und Ausbauleistungen an den Mann bringen kann. Und ich glaube, wir sind hier im Land insgesamt, und zwar mit dem Handwerk, haben wir eine gute Entwicklung vor uns. Seit der Wende haben im Kammerbezirk Schwerin rund 4.200 Handwerker ihre Meisterprüfung erfolgreich abgelegt. Mit 52 Meisterbriefen waren in diesem Jahr die Kraftfahrzeugtechniker am stärksten vertreten. Der Warnow-Tunnel wird 10 Jahre alt. Am 14. September feiert die Abkürzung der Rostocker ihren ersten zweistelligen Geburtstag. Ich bin zufrieden, weil wir haben zwar Probleme gehabt, das weiß jeder, aber wir sind auf einem guten Weg. Wir wachsen weiterhin und seit wir refinanziert haben, sind wir auf dem richtigen Weg, haben unsere Ziele Jahr für Jahr bisher, toi toi toi, einhalten können und deswegen muss ich zufrieden sein. Mittlerweile nutzen durchschnittlich zwischen 11.000 und 12.000 Autos die Verbindung zwischen Schmal und dem Überseehafen. Für die Party wird eine Tunnelröhre komplett gesperrt. Dort soll die längste unterirdische Kuchentafel der Welt entstehen. 570 Meter und 1.800 Stück Kuchen. Wer einen Kuchen mitbringt oder ein Stück kauft, der nimmt an einer Tombola teil, bei der es viele attraktive Preise zu gewinnen gibt. Fernseher, Smartphones und als Hauptpreis einen Opel Corsa. Der Warnow-Tunnel lädt an diesem Tag auch zu Besichtigungen ein. Vor der Mautstation werden eine Bühne und Aktionsflächen aufgebaut, auf denen sich von 13 bis 18 Uhr Rostocker Vereine und Verbände präsentieren können. Wir haben unterschiedliche Sponsoring-Bereiche, insbesondere natürlich den Nachwuchs, die Jugendarbeit, Sport vor allen Dingen, aber auch Musik, soziales Engagement, die Tafel zum Beispiel, die Rostocker Tafel unterstützen wir. Sind also sehr, sehr breit aufgestellt, haben so etwa rund 60 Partner, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, die wir unterstützen. Und deswegen machen wir auch diese 10-Jahres-Feier mit diesen Vereinen, Institutionen, Sozialverbänden etc.
Der Verlag Redig und Schade will an diesem Tag ein Buch über Rostocker Unternehmen präsentieren. Die Erlöse aus dem Kuchenverkauf kommen sozialen Zwecken zugute. Auf dem Flugplatz Mückenburg ging es am Freitag in die Luft für die Kinder des Vereins Licht am Horizont. Auf Anregung von Trägern wie der Wohngruppe Kinderwelt e.V. hatte Licht am Horizont 5 Kinder und Jugendliche ausgewählt, die mit Pilot Uli Jahr einen Rundflug über Wismar machen konnten. Diese Jugendlichen haben sich so gut entwickelt in ihrem Leben, dass wir gesagt haben, sie sollen mal ihre Heimatstadt von oben kennenlernen. Als Dankeschön für diese positive Entwicklung, denn sie setzen sich nicht nur für sich, sondern auch für andere Kinder ein. Eines dieser Kinder ist Ingolf Holst. Der 11-Jährige hat sich trotz großer Schwierigkeiten zu einem aufgeweckten Jungen entwickelt. Mittlerweile ist er sogar Mitglied im Kinder- und Jugendparlament der Hansestadt. Nur geflogen, das ist er noch nie. Heute zum ersten Mal geflogen, das stimmt. Und es war super toll. Wir haben sehr, sehr viele schöne Bilder gesehen. Die Pöhler Kogge, die Hansestadt und unter anderem auch den Hafen und meine Schule haben wir auch gesehen. Der Verein Licht am Horizont kümmert sich seit 5 Jahren um sozial benachteiligte Kinder der Hansestadt. Eigentlich wollte Norbert Gilhardt den Vorsitz in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen abgeben. Nun hat er sich anders entschieden. Ich hatte ein Erlebnis. Wir waren mit 174 Kindern im Mumpitz. Und da sind Kinder rangekommen zu mir und haben gesagt, ach Herr Gilhardt, wir wünschen so viel Gesundheit, dass Sie uns noch lange erhalten bleiben und noch lange etwas für uns tun können. Und das hat mich veranlasst, meine Frau und mich, dieses weiterzumachen. 2 weitere Jahre wird Norbert Gilhardt den Verein also leiten. Eine Aufgabe, die ihm sichtlich Freude bereitet. Viel wichtiger ist ihm selbst aber die Freude der Kinder.